Mann, jetzt mach doch mal. Oh, diese Kiste macht mich wahnsinnig. Ja, wie jetzt? Es geht nicht. Jetzt habe ich eine Stunde gewartet und es... Oh. Ja, mein PC ist da anscheinend ein bisschen zu schlecht für das Spiel. Ja, bei mir geht das nicht, aber vielleicht klappt das bei Sam. Der hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ganz kurz in seinen PC gehe. Bist du, sag mal, weißt du, wo Sam ist oder ob er da ist überhaupt? Nee, er wollte irgendwas heute unternehmen mit einem Freund. Also ich glaube, er kommt erst gegen Abend wieder. Ist aber eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ich muss einfach nur kurz an seinen PC und da dachte ich, vielleicht lässt er PC. Du bist an seinem PC? Ja, klar. Du weißt schon, dass das ein absolutes Tabuthema ist, ne? Ja, gut, aber so schlimm kann das doch nicht sein, oder? Also, oh, Merle, doch, das ist richtig schlimm. Sam bringt uns alle um, wenn er erfährt, dass du an seinem PC gehst. Ich habe außerdem mal seine Couch kaputt gemacht. Und, gut, das war vielleicht... aber... Nein, ach Quatsch, das glaube ich nicht. Ich mache nichts kaputt, ich will nur ein Spiel runterladen. Ich gehe jetzt eben. Es wird schon nichts passieren. Oh, ich habe gar kein gutes Gefühl, das gibt's wieder... Ein totales Drama hier in der Freunde-WG. Ich halte mich raus, ich weiß von nichts. Ich hoffe, der hat nicht abgeschlossen. Sehr gut. So, ja dann. Hallo? Warum ist denn der Bildschirm jetzt schwarz? Und der PC geht aus. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch nur auf Download gedrückt. Oh Mann, ey. Geh doch einfach wieder an. Lass ich das auch alles aus. Oh nee. Und hier. Geh doch an. Geh doch bitte einfach an. Oh Mann, Liz hatte recht. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch gar nichts. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich frage mal Liz. Vielleicht war da ein Virus drauf oder so. Oh nein, ey. Du hattest recht, ich hab's total versammelt. Ich hab... Oh, der Computer ist... Was hast du gemacht? Der Computer geht nicht mehr an. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht war da ein Virus. Ich weiß es nicht. Da war irgendwie ein Virus. Oh, ich hab's dir gesagt, Merle. Zieh mich damit nicht rein. Das musst du selber mit Sam klären. Nein. Aber du bist doch auch in der Freunde-WG. Und wenn ich jetzt ein Problem habe, dann hast du es vielleicht auch. Wie bitte? Naja, du hast doch gewusst, dass ich dahin gehe. Ja, aber ich hab dich aufgehalten. Und du wolltest nicht. Du hast mich eben nicht aufgehalten. Hättest du mich mal aufgehalten, hätte ich jetzt nicht Sams PC geschrieben. Was soll ich denn jetzt machen? Tolle Freundin bist du. Ja, keine Ahnung, was du machen sollst. Versteck den PC oder so. Verstecken. Der will doch bestimmt heute Abend wieder zocken, wenn der wiederkommt. Und Mann, wer soll denn den sonst geklaut haben außer uns dann? Der geht doch nicht zu Frau Meier und fragt sie, ob sie den PC geklaut hat. Ja, dann war Leo halt da. Leo, der kommt doch jetzt nicht einfach so wieder her wegen dem PC. Aber der Schaden am PC, ist der innerlich oder ist der äußerlich? Na, ach, keine Ahnung, der geht einfach nicht mehr an. Der ist ausgegangen. Ja, perfekt. Wir wissen nichts davon. Wir waren's nicht. Wenn Sam heute Abend kommt, zocken will, dann geht der PC halt einfach nicht an. Und das ist dann sein Problem. Und wir waren... Irgendwie ein schlechtes Gewissen. Warum schlecht? Ja, das kannst du auch haben, aber ganz ehrlich, aber das ist wir sind arm dran, wenn er erfährt, dass du da irgendwas kaputt gemacht hast. Aber dann war es das. Okay, wenn ich den kaputt gemacht habe und dann nichts sage. Ja, aber vielleicht hast du es gar nicht kaputt gemacht. Der geht halt einfach nicht mehr an. Punkt. Ja, du hast recht. Vielleicht will er heute Abend ja gar nicht mehr zocken und vielleicht war der PC nur überhitzt und geht deshalb nicht mehr an. Vielleicht hat sich das ja bald schon wieder erledigt. Hoffen wir es. Bescheid, Bescheid. Merle, mach doch die Tür auf! Merle, wie siehst du denn aus? Was ist denn los? Ich wollte dir nur was kurz erzählen. Also, du weißt doch, bei meinem PC, ne? Du hast einen PC? Ja, natürlich habe ich einen PC. Was ist mit dir los? Ja. Also, du weißt doch, bei meinem PC die Tastatur. Mhm. Ne? Die hat auch so tolle Farben. Ja. Und ich habe jetzt eine neue Tastatur entdeckt. Mhm. Also, ich weiß nicht wieso, aber... Es sind die gleichen Farben, aber sie wirkt irgendwie cooler. Hast du die schon gesehen? Ich wollte jetzt gucken, ob es bei mir ein Update gibt auf der Tastatur und dann das rüberziehen, weil anscheinend kannst du da irgendwelche Effekte auf die Tastatur mit den Lichtern machen. Also, ich muss auf jeden Fall kurz an meinen PC, definitiv, Nein, bleib doch hier. Du kannst doch an meinen PC, da musst du nicht rübergehen, weil da ist es doch immer so warm. Stimmt, und du hast ja die gleiche Tastatur, ja, ne? Ja, hier ist es doch schön. Ja, hier ist es wirklich kühl. Und da hast du kein Risiko, weil hier ist es doch egal. Hast du nichts dagegen? Nein, gar kein, überhaupt gar kein Problem. Geh einfach an meinen PC. Gar kein Thema, wirklich. Ich lasse dich sogar alleine. Super. Ja, womit habe ich das verdient? Danke. Nein, bis später.
Super. Mann, Liz, hättest du den nicht aufhalten können? Ja, keine Ahnung, er ist hier einfach durchgerannt. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Was wollte er denn? Das ist jetzt richtig blöd. Also eigentlich ist es okay, weil er hat gar nichts gesagt. Er sitzt jetzt da drin und, keine Ahnung, macht irgendwas an meiner Tastatur. Was will er denn an deiner Tastatur machen? Die Farben irgendwie umstellen, also keine Ahnung, ist mir eigentlich auch relativ egal. Er ist jetzt da drin und er muss... Ja, hat er irgendwas mitbekommen? Nein, er hat überhaupt keine Ahnung. Ja, dann ist doch alles gut. Dann mach dir doch keine Gedanken. Wenn er nichts mitbekommen hat, dann ist gut. Dann lass ihn in deinem Zimmer da rumchillen. Das geht doch nicht. Irgendwann kriegt er das doch mit. Merle, ganz ehrlich, dein Zimmer ist sowas von langweilig und deine Tastatur funktioniert auch nicht. Ich bekomme da nur diese zwei Farben. Deswegen gehe ich jetzt zurück in mein Zimmer. Sam, bleib doch bitte kurz noch da. Was denn? Nee, also, Frau Meier meinte, dass du deinen Haushaltsdienst noch nicht gemacht hast. Also, du musst noch putzen und dann kannst du... Ja, genau, genau. Und Frau Meier hat auch gesagt, dein Zimmer ist gesperrt. Also, du kannst dort heute nicht hin. Wie, mein Zimmer ist gesperrt? Das ist mein Zimmer. Wenn da einer rein darf, dann nicht, ja? Und warum seid ihr heute so komisch drauf? Ich möchte doch einfach nur in mein Zimmer chillen. Ich lasse euch doch in Ruhe. Also, was ist euer Problem? Lasst mich einfach in Ruhe, okay? Ciao. Hallo? Frau Meier? Hier ist doch gar keine Frau Meier und mein Zimmer ist doch gar nicht gesperrt. Was sollte das überhaupt? Wie dem auch sei. So, jetzt kann ich endlich den ganzen Abend in Ruhe zocken. Aber ich hatte den PC doch angelassen, weil ich diesen einen Download zu Ende machen wollte und... Hallo? Oh nein. Was habe ich da... Oh nein, habe ich was Falsches runtergeladen? Ey, nicht, dass das ein Virus oder so ist. Ich weiß... Oh, nein, 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 der PC geht nicht mehr an. Nein! Aber er denkt, das Virus ist doch egal, der geht jetzt weg. Gut, alles gut, er hat nicht mehr geschrien. Normalerweise ruft er sofort unseren Namen. Ja, stimmt, normalerweise weiß er direkt, dass wir das sind, aber vielleicht... Nee, ich glaube, er denkt, das ist ein Virus und so. Und das du darfst nichts sagen, Merle. Wir müssen die Tür verbarrikadieren. Ja, schließ einfach zu. Ja, das ist auch eine Idee. Das kann doch nicht wahr sein, mein PC und... Liz, Merle, könnt ihr einmal bitte kurz aufmachen? Ich habe ein Problem. Scheiße. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ist das dein Problem oder unser Problem? Kannst du das kurz erläutern? Es ist jetzt mein Problem. Was ist denn los mit euch? Jetzt macht die Tür auf. Ja. Okay, warte, okay. Ja. Was ist denn los? Warum schließt ihr überhaupt ab? Ja, wir hatten keine Späße. Ja, okay, ja. Brauche ich alles gar nicht wissen. Im Endeffekt habe ich hier ein Riesenproblem. Mein PC ist, glaube ich, kaputt. Echt? Dein PC ist kaputt? Also, ich... Du hast ein Problem mit deinem PC? Das ist ja, also, es ist so, ich wollte mir ein Spiel runterladen. Und, also, wo ich noch da war, stand da noch eine Stunde und ich war schon seit zwei Stunden auch, das war eigentlich schon fertig. Ich dachte, ich gehe kurz noch raus, komm wieder und dann ist wieder alles okay und jetzt geht der PC nicht mehr an. Also, ärgerlich. Hättest du das vielleicht nicht alleine da runterladen lassen sollen? Ja, hättest mal jemand zu dabei bleiben sollen. Nein, aber ich kann... du weißt doch das, Sam, dass... Ich habe mir dieses Spiel noch ganz normal gekauft und wollte es digital dann runterladen und... Nein, ich weiß nicht, ob es da irgendwas, ein Problem gab vielleicht oder so. Vielleicht ein Virus oder so. Vielleicht hast du ein Virus oder einen Hacker. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es teuer wird für mich. Teuer? Ja. Sehr teuer? Nee, ich muss das mit meinem Vater klären, weil damals hat er mir den PC geholt. Ja. Und wegen Garantie und alles drum und dran. Ja, klär das mit ihm. Ich glaube, das wird teuer. Ja, oh Mann. Klär das. Ich bin so doof manchmal. Es war nur mein Fehler, weißt du? Ja, passiert. Jackpot, das ist gut. Nein. Warum? Nein, ich habe voll das schlechte Gewissen. Als ich da reingegangen bin, dann ging das. Aber Merle, du warst das vielleicht gar nicht. Vielleicht ist das ein Virus oder so. Natürlich war ich das. Der PC lief doch noch, als ich rein bin. Ja, und jetzt? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht. Ich muss ihm das sagen. Ich kann das nicht für mich behalten. Nee, du sagst ihm das nicht. Nein, Merle. Du weißt nicht, was dann abgeht. Mann, nee, doch, ich muss ihm das sagen. Ich kann das nicht mit mir vereinbaren. Ich kann ja, das dann, nicht. Dann bist du aber selber schuld. Dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Das funktioniert einfach nicht. Hallo, Papa? Sam hier. Dein Sohn. Ja, ich will gar nichts, aber... Doch, ich will was. Mein PC ist kaputt gegangen und... Na, ich hab nichts gemacht. Ja, doch. Ja, es tut mir leid, es... Wie? Ich will keinen neuen, ich will nur die Garantie oder Reparatur. Papa? Aber wieso denn? Bitte! Ich geb doch nur dein Geld aus. Ja, ich weiß, aber ich bin dein Sohn, das muss ich halt machen. Papa? Papa?
Er hat aufgelegt. Oh, toll. Wie soll ich das jetzt bezahlen? Das wird doch niemals klappen. Mein PC ist kaputt und ich bin dran schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Papa, Mann! Sam? Ja, was ist denn, Merle? Weißt du, was ich machen kann? Kannst du mir vielleicht helfen? Nein, muss ich dir was beichten. Beichten? Was denn? Also ich war vorhin schon mal hier drin. Okay, hast du die Fehlermeldung gesehen oder so? Kam da eine Fehlermeldung? Irgendwas? Bitte hilf mir, bitte! Nein, also ich wollte selber ein Spiel downloaden, weil mein PC nicht genug Leistung hatte. Und deshalb habe ich das versucht bei dir zu downloaden und... Warte, stopp. Warte, wir müssen das jetzt klären. Also! Du hast ein Spiel auch runtergeladen, während meins noch am Runterladen war. Ist das korrekt? Ja. Oh, so ein Glück. Merle, ist doch alles okay. Da weiß ich, was das Problem ist. Weil da crasht mein PC immer. Ne? Und der braucht dann eine Zeit von 2-3 Stunden, bis er komplett abgekühlt ist. Und dann geht das immer wieder. Ne? Wann war das denn etwa? So vor 1-2-3 Stunden oder wann war das? So vor einer Stunde oder so. Weißt du was? Dann probieren wir das doch mal direkt nochmal. Okay. Und? Natürlich, es funktioniert. Merle, hättest du mir das nicht vielleicht vorher sagen können? Der muss halt manchmal nur abkühlen, wenn sowas passiert. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich dachte, ich habe deinen Computer kaputt gemacht. Aber es ist jetzt alles okay, es geht wieder. Natürlich ist alles okay. Mein PC funktioniert wieder. Es ist alles super. Beim nächsten Mal einfach nur Bescheid geben, okay? Du kannst auch gerne an meinen PC, habe ich kein Problem mittlerweile. Aber sag es mir einfach nur, ja, okay? Ja, okay. Oh, ich dachte, ich muss jetzt eine Rechnung von 1000 Euro zahlen. Weißt du, wie viel Geld das ist? Das sind, 1000 Euro. Aber bitte. Danke. Ja, ist okay.